Hey! Warum ist Undaria? Guten Tag, Elefant! Du siehst ein bisschen auffällig aus. Deiner Kopfbegettung. Begettung? Chicken, du kannst auch nicht mehr richtig sprechen. Guten Tag, Elefant. Guten Tag, Elefant. Wieso stehst du vor einer riesigen Vase, die kaputt ist? Schau dir all diese Menschen in ihrer aufgeblähten und fiebrigen Stadt an. Sie behaupten, Freiheit zu schätzen. Aber wenn sie Freiheit sagen, meinen sie damit wirklich die militärische Macht, jeden zu unterdrücken, der ihnen widerspricht. Ich lebe in einem alten Kuck und besitze nichts außer meiner Weisheit. Und ich bin freier als und glücklicher als jeder fehlgeleitete Mensch. Was treibt dich nach Nightingale City? Ich bin hierher gekommen, um sie wachzurütteln. Ich möchte den Menschen zeigen, dass ihre Vergötterung von materiellem Eigentum nur Ungerechtigkeit und Leid kreiert. Dir gefällt es leicht, ohne materielle Dinge auszukommen, nicht wahr? Du bist auch ein Knochengeschöpf. Du brauchst kein Essen zum Leben. Sehr gut, mein junger Freund, das stimmt. Die philosophische Lebensweise fällt mir im Vergleich zu den Menschen leichter. Ich behaupte nicht, dass sie das Essen gänzlich aufgeben sollten. Allerdings könnten sie auch mit einfachen Lebensmitteln zurechtkommen. Brot und vegetarischen Speisen reichen für ein reichhaltiges und erfülltes Leben. Vielleicht nicht für Soldaten, aber gewiss für Stadtbewohner. Einfache Lebensmittel bedeuten auch, dass weniger Land für die Landwirtschaft und die Viehzucht benötigt wird. Was wiederum bedeutet, dass die militärische Eroberung belanglos wird. Und am Ende sind Soldaten nicht mehr notwendig. Und wer beschützt dann alle vor den Monstern, die draußen sind? Was ist dir wichtig? Mut, Ansehen, Loyalität? Dass ich ein Hühnchen auf dem Rücken habe. Loyalität gegenüber deinen Vorgesetzten mag wie eine gute Sache klingen, aber was passiert, wenn deine Vorgesetzten gewalttätig und selbstsüchtig werden? Da zwingt dich deine Loyalität dazu, schlimme Handlungen zu begehen. Und etwas wirklich Gutes kann niemals schlechte Konsequenzen haben. Weißt du aber mit Sicherheit, was das Richtige ist, dann brauchst du keine Loyalität. Du wirst das Richtige tun, weil es das Richtige ist. Nicht, weil deine Vorgesetzten oder Freunde wollen, dass du es tust. Wenn du mit Sicherheit weißt, was so richtig ist, brauchst du keine Tapferkeit. Denn Tapferkeit ist lediglich die imposante Antwort aufs Ungewisse. Auf Ungewissheit. Tapferkeit. Aber ich bin auch Link. Ich habe doch das Triforce des Mutes. Ich muss tapfer sein. So stellt es sich heraus, dass nur Wissen und Weisheit wahrhaftig wertvoll und gut sind. Wirst du wissen, was zu tun ist, dann brauchst du keine Loyalität, keine Pflicht, keinen Mut oder Ehrgeiz oder irgendwas anderes, um zu handeln. Letztendlich lernen wir, dass Wissen und Tugend ein und dasselbe sind. Und nun aus dem Weg mit dir. Du versperrst mir das Sonnenlicht. Okay, nichts weiter zu sagen. Erstmal wieder ein bisschen Rahmen. Ups. Kann ich dein... Nee, kann ich nicht kaputt machen. Da geht's wahrscheinlich raus, weil dahinter Bäume sind. Können wir noch irgendwo hin? Erstmal einen Schluck trinken. Ziemlich anstrengend hier. Treppe runtergehen. Müssen auch immer noch den Hund finden und den Hut einen. Gefunden. Guten Tag, Elefant. Hier haben die was anderes zu sagen. Ein Blumenstrauß. Lass mich raten, ich soll mit dem Wasser hier das zum Wachsen bringen, oder? Es gibt einen Jungen am anderen Ende der Stadt, den ich wirklich mag, aber ich bin zu schüchtern, um ihn anzusprechen. Was soll ich bloß machen? Vielleicht kann ich helfen.
Oh, würdest du das machen? Ich habe diesen Strauß roter Rosen hier. Vielleicht könntest du ihn zu ihm bringen und ihm von mir erzählen. Der Name des Jungen ist Gierisch und er lebt in der Nähe der Lucky Elephant Tavern. Oh. Der Junge meiner Träume heißt Gierisch und lebt in der Nähe der Lucky Elephant Tavern. Hast du ihm meine Blumen gegeben? Wie hat er reagiert? Du musst es mir erzählen. Er hat noch gar nicht reagiert. Faxet! Ich war nicht mehr in der Nähe des Ausgangs. Okay, Hühnchen. Bleib du hier. Du wirst wahrscheinlich wieder nach oben gehen. Jetzt bin ich auch noch Blumendienst. Ich komme zurück, Hühnchen, okay? Gierisch. Bei der Statue? Oder ganz woanders? Wahrscheinlich hier runter noch. Ah, hier sind noch mehr Hühnchen. Feuer. Oh. Ich würde mich ja schon gerne noch ein bisschen weiter umgucken. Also begegnet sind wir ihm ja noch nicht. Single City ist schon recht groß. Das hat sich auch noch resettet. Bringen wir erstmal den Hut zu Trixie zurück. Und einen Hund mussten wir auch noch suchen. Trixie, ich habe deinen Hut gefunden. Das ist mein Hut. Hast du ihn für mich gefunden? Selbstverständlich. Großartig. Jetzt kann ich wieder Aufführungen geben. Jetzt brauche ich diese antike Spieluhr nicht mehr. Wenn du möchtest, kannst du sie haben. Jemand anderes schaut vielleicht danach. Wird das jetzt hier eine Schnitzeljagd? Also noch hat niemand gesagt, dass er eine die Uhr möchte. Eine Kristallkugel. Ich kann die einfach so mitnehmen. Willkommen bei Madame Pompadour. Ich bin die beste Vaserin des Landes. Lass mich deine Zukunft lesen. Ich kann dir aber nicht meine Handfläche zum Lesen geben, ne? Ich habe keine Handfläche. Oh! Ich sehe die Pfoten des Affen. Ein altes und verstaubtes Artefakt. Du wirst dieses Objekt finden und sobald dies geschehen ist, zu mir bringen. Bist du auf der Suche nach der Affenpfote? Ja. Ja, bin ich. Okay, sie will eine Affenpfote. Wahrscheinlich gehört sie auch zu dieser Tauschquest. Ich brauche, dass jetzt mal eine Tauschquest ist. Weil Trixie habe ich ja ihren Hut zurückgebracht und sie hat mir dafür hier die Spieluhr. Den Blumenstrauß müssen wir auch noch überbringen. Das ist irgendwie ein bisschen doof finde, dass man hier kein Aufgabenmenü hat, wo man nachlesen kann, welche Aufträge man hat. Jedenfalls habe ich bisher noch keins gefunden. Wir können erstmal wieder speichern. Save early, save often. Kistenschieberätsel. Ich schiebe ich euch am besten. Ich erstmal weg. Oder brauche ich dich hinterher noch? Obwohl, ich kann dich nicht zurückschieben. Also weg. Ich kann nicht so schieben. Ich kaputt. Kann ich mich nicht einfach hier rüber irgendwie tricksen? Wahrscheinlich nicht.
Das wird zu einfach. Neue Lebensmarke! Jetzt können wir uns einen neuen Container holen. Ja, Herzcontainer. Herzteil. Kein Wunder, dass ich Link genommen habe. Ja, stell keine Dummheiten an. Sumpfi. Jupp, ich bin der Kanalisationswärter. Kanalisation. Es muss im Grunde in fast jedem Spiel eine Kanalisation geben. Mein Name ist Sumpfi. Ich bin für die ordentliche Funktionsweise der Nightingale Sewers verantwortlich. Wieso haben sie das nicht auch übersetzt? Es ist ein wichtiger Job, aber mein Traum ist es, nach verborgenen Schätzen zu suchen. Ich durchsuche die Kanalisation jetzt schon seit Jahren. Vielleicht sollte ich meine Suche in den Bergen oder womöglich auf dem Grund des Meeres erweitern. Es gibt auf dem Meeresboden eine Menge an Schätzen, glaubst du nicht? Leider habe ich nicht die notwendige Ausrüstung, um diesen zu finden. Muss ich dir jetzt Ausrüstung suchen? Büro des Hafenmeisters. Jedes Schiff, das im Hafen dockt, ist dazu verpflichtet, sein Frachtverzeichnis vorzuzeigen und die entsprechenden Tarife zu bezahlen. Muss kaputt machen. Willkommen an den Docks von Nightingale City. Hast du etwas zu verzollen? Nein, ich bin nur zu Besuch. Was machst du hier? Nightingale City ist stark in den Seehandel involviert, hauptsächlich im Freehaven und anderen Hafenstädten entlang der Küste. Dies ist das Büro, in dem du das Schiffmanifest vorzeigst und den Tarif bezahlst, den die Königin auf jedes Form des Handels erhoben hat. Wir importieren Waren, die von den Robotern in Freehaven hergestellt wurden. Diese kommen per Schiffe und unter Erhebungen einer nicht unwesentlichen Steuer ins Königreich von Nightingale. Wir Menschen profitieren also zweimal in jedem Handel. Ja, ich bin nur zu Besuch hier. Ja, stell keine Dummheiten an, dass er direkt hier zwei Wachen hat. Wozu die Schnur? Soll das ich sein? Elefant Yono, ich bin ein Bildbauer und arbeite an einer Marmorstatue von dir. Was hältst du davon? Es ist eine künstlerische Darstellung. Ich wünsche dir weiter alles Gute. Erstmal kaputt machen. Ich kriege eine Statue. Ich war nicht mal an der Tür oder wurde ich rausgeworfen? Die den Affen will? Da unten ist das mit der Blumendame. Wir können ja schon mal den Strauß mitnehmen. In der Nähe der Taverne. Irgendwo. Sein, das ist die Taverne. Wie war denn mein Name nochmal? Dana, nee. Wahrscheinlich eher hier unten. Hier waren wir noch nicht. Ah, ich würde sagen, das ist die Taverne. Da ist zumindest ein Elefanten drauf. Rover. Guten Tag, Elefant. Lucky Elephant Tavern. Da sind aber nicht gerade viele Elefanten drin, ne? Barmann. Willkommen zur Lucky Elephant Tavern. Es ist eine Ehre, dich hier im Königreich zu haben, Yono. Lass mich dir eine warme Tasse Milch machen, um dir wieder Energie zu geben. Ach, hier kann man sich aufladen. Also, wenn man verletzt ist.
Oder ich mache einfach deine Vase kaputt. Hier oben irgendwas? Hey! Agam. Hahaha. Ich habe gerade an einen sehr lustigen Witz gedacht. Oh naja, egal. Nur mein kleiner Bruder und ich würden ihn verstehen. Hey. Erzähl doch trotzdem. Okay, hier ist schon mal nichts drin. Aber es ist ja, dass er ja auch in der Nähe wohnt. Vielleicht ist er das Hütchen. Hey. Gorosho, ich kann dich nicht hineinlassen und meinen Sohn zu sehen. Du schmuggelst womöglich noch eine Nachricht von diesem Mädchen, Julia, herein. Sie ist nicht gut für ihn, weißt du? Mein Sohn muss mit einer Piratin oder so anbandeln. Ein Mädchen mit etwas mehr Pfiff, ein ruhiges Mädchen wie Julia, fördert nur seine eher schon alarmierende Tendenz für Poesie und anderem Unsinn. Ich kann dich einfach nicht hineinlassen. Aber wir müssen ihn irgendwie loswerden. Da drinnen wohnt der, ne, für den wir dem Blumenstrauß geben sollen. Ich werde nicht für immer vor dieser Tür Wache halten können. Ich muss in Kürze auf einer wichtigen geschäftlichen Mission nach Freehaven. Vertraue darauf, dass du in meiner Abwesenheit keine extravaganten Nachrichten zu meinem Sohn schmuggelst. Hey. Ich doch nicht. Du kannst jetzt schon ruhig gehen, ne? Können wir hier nicht ein Loch durch die Wand buddeln. Ferum. Der Handel zwischen Menschen und Mechani wird über den Seeweg zwischen Nightingale City und Freehaven abgewickelt, wird aber ausschließlich von Nightingale City kontrolliert. Sie zwingen uns auf alles, was wir handeln, hohe Steuerabgaben zu zahlen, was bedeutet, dass Freehaven immer ein abgehafter Außenposten bleiben wird. Wir versuchen einen Weg zu finden, die auferlegten Steuern zu umgehen, wenn du weißt, was ich meine. Schmuggelzeug! Ich habe ein gefälschtes Manifest für eine Lieferung von Waren, welches in Freehaven hergestellt wurde. Aber es benötigt einen offiziellen Stempel, bevor wir es dem Hafenmeister vorlegen können. Glücklicherweise haben wir einen Sympathisanten unter den Menschen, der für die königliche Wache arbeitet und guten Zugang zu offiziellen Dokumenten hat. Lass mich raten, ich soll es hinbringen. Könntest du dieses gefälschte Frachtverzeichnis unserem Freund in der königlichen Wache zum Stempeln bringen und danach dem Hafenmeister übergeben? Das Büro des Hafenmeisters liegt so unweit vom Elefantentempel nahe der Docks. Und wer ist dein Freund? Wo finde ich den? Unser Sympathisant ist der vierte Wache vom Eingang aus gesehen im Thronsaal der Königin. Okay. Könnte ich tun. Lass mich raten, hier muss ich die Kristallkugel bringen, die im anderen Haus ist, von der anderen Madame. Willkommen bei Madame Maximelle. Ich bin deine Wahrsagerin für alles Übersinnliche. Was kann ich dir über deine Zukunft erzählen, mein Lieber? Was kannst du mir sagen? Absolut gar nichts. Das ist, was ich dir sagen kann. Ohne meine Kristallkugel bin ich in der Leere des Jenseits komplett hilflos. Meine Tun-nicht-gut-Schwester hat sie entweder und versucht sie für sich selbst zu benutzen, obwohl sie keine Talente für die Hellseherei besitzt. Deine Schwester? Ist sie auch ein Medium? Nun ja, ich würde sagen, dass sie eher ein kleines... Aber hier bist du, ein großer, dunkler Fremder. Ich bin nicht so dunkel, ich bin blau. Der gekommen ist, um mir meine Kristallkugel zurückzuholen, oder nicht? Ich höre, was ich machen lässt. Na, den Blumenstrauß kann ich ja wohl kaum. Oder ich muss das Feuer da unten löschen.
Aber zumindest wissen wir, wo der Junge schon mal wohnt, dem wir das bringen sollen. Yoja. Ach, hi, Kumpel. Ich war einmal eine furchterregende Piratin vor der Küste Freehavens, aber ich kann dir sagen, das Piratenleben ist nicht mehr, was es mal war. Die Streitkräfte der Könige haben dieser Tage ein wassernes Auge auf Freehaven, die letzte Bastion der Anarchie, erdrückt unter der eisernen Hand der Monarchie. Ich sehne mich nach den goldenen Tagen von einst der salzigen Luft im Gesicht und dem Trost im tosenden Meer unter dir. Freehaven ist nicht mehr die Handelsstation von einst, mein Freund. Und ich bin nicht mehr die Piratin von damals. Die Streitkräfte der Könige haben diese... letzte Passion haben wir im Grunde schon vorgelesen. Chick, du hast ein Gedächtnis wie ein Sieb. Da bin ich fast ins Wasser ge... Apropos Wasser. Da fehlt uns Wasser. Naja, lass mir den Blumenstrauß mal Blumenstrauß sein und... Die vierte Wache, ne? Bringen wir ihr das erstmal. Der Blumenstrauß wird sowieso wieder mal oben respawnen bei der Verehrerin.